Kollegen, Glückwunsch, Sie haben es mal wieder geschafft. Sie legen einen Haushalt vor, der formal den meisten Kriterien und Anforderungen des Vertrags und der Haushaltsordnung erfüllt. Dabei wissen Sie ganz genau, dass wir einen Elefant im Raum haben und dass dieser Haushalt nur ein Teil des Gesamtpakets Next Generation EU ist und dass dessen Finanzierung zum großen Teil durch Kredite erfolgt. Das ist ein Tabu für den EU-Haushalt. Diesen Makel können Sie nicht wegwischen. Und diese verbotene Schuldenfinanzierung wird alle Haushalte auch weiter belasten. Wie sollen Sie und wie wollen Sie das Ihren Kindern erklären? Meine Enkelkinder fragen mich oft, was machst du da eigentlich in Brüssel? Ich versichere Ihnen, ich kämpfe für eure Zukunft. Die 14-jährige Rahel, die zurzeit für den Unterricht gerade einen Businessplan entwerfen muss, fragt mich dann regelrecht ungläubig, aber Opa, wieso macht ihr dann so viele Schulden? Was antworten Sie Ihren Enkelkindern? Wie erklären Sie ihnen die gigantischen Kosten für den Green Deal, der derzeit in den Flammen von Kohle und russischem Gas verbrennt? Wie erklären Sie ihnen, dass wir Jahr für Jahr mehr Geld ausgeben für unsinnige Projekte, die unsere Kinder zurückzahlen müssen, ohne Nutznießer sein zu können? Bitte denken Sie an Ihre Kinder und stoppen wir endlich diesen Drift in einen schuldenfinanzierten EU-Gesamthaushalt. Machen wir uns ehrlich und sichern wir die Zukunft unserer Kinder. Vielen Dank.